Wer baut, der ist vor Überraschungen nicht sicher. Manchmal dauert es länger als gedacht oder wird letztlich teurer als eingeplant. Und wenn dann alles steht, können plötzlich Mängel sichtbar werden. Welche typischen Baumängel können entstehen? Also Baumängel entstehen dort vor allem, wo es auch energetische Schwachpunkte geben können. Also das ist vor allem, wenn man das Dach schlecht dort wärmedämmen, Dampfbremse schlecht macht, wo es Wärmebrücken gehen kann, oder auch die ganze Abdichtungsproblematik um Fenster herum, das ist auch immer ein Schwachpunkt, wo natürlich Wasser eindringen kann. Natürlich auch bei den ganzen Sanitärinstallationen, Verlegung der Leitungen. Allerdings ist es dort einfach sehr schwierig, das zu beurteilen, als Laie, als Eigentümer, zum Beispiel von einem Einfamilienhaus. Da muss man schon, wenn man das will, im Vorfeld auch kontrollieren, Baufachmann beiziehen. Was kann man sonst noch tun? Auf dem Bau kann es immer Mängel geben. Allerdings kann man die natürlich schon minimieren, indem man auch die Unternehmungen kontrolliert. Das macht normalerweise natürlich der Bauführer oder Bauleiter. Wenn man das wirklich auch neutral kontrollieren will, dann empfehle ich, dass man einen Bauexperten beizieht, den man hier stundenweise aufbieten könnte. Und wenn dann doch ein Baumangel festgestellt wird? Wenn einfach nichts läuft oder er setzt sich einfach nicht ein und er will auch irgendwie die Baumängel nicht erledigen, dann empfehle ich sicher mal einen eingeschriebenen Brief zu schreiben und einfach dort genau erklären, was nicht gut ist, wieso es nicht gut ist, was man erwartet. Und wenn dort eigentlich ein Problem gibt, dann würde ich wirklich empfehlen, dass man einen Baujurist beizieht, der die ganze Sache an die Hand nimmt. Das muss ja nicht unbedingt gerade vor Gericht sein, aber der kann natürlich fachlich und auch nach den SIA-Vorschriften entsprechende Vorschläge machen. Der Eigentümerverband Zürich hat hier auch Fachleute, die beizogen werden können. Aber es gibt auch Fachverbände, zum Beispiel der Moller- und Gipsenmeisterverband, wo hier Fachexperten zur Verfügung gestellt. Die muss man nach Aufwand zahlen. Aber die kommen vorbei und die auch entsprechende Expertise stellen. Wer zahlt am Ende die Beseitigung eines Baumangels? Also grundsätzlich ist ja jeder Unternehmer verantwortlich für das, was er erstellt oder aufstellt. Also man hat sicher 2 Jahre nach Beendigung der Arbeiten haben wir eine Versicherung. Also diese Versicherung muss natürlich der Unternehmer aufbringen. Also das heisst, wenn ein Mangel vorhanden ist, muss er auch den Mangel erledigen. Es gibt also Versicherungen? Also es gibt Versicherungen, zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung. Also die Haftpflichtversicherung ist eigentlich gegenüber dem Nachbar oder gegenüber Leuten, die vielleicht auf die Baustelle gehen und etwas passiert, dann muss eigentlich der Eigentümer mal die Bauherrenhaftpflichtversicherung abschließen. Dann gibt es noch die Bauwesenversicherung. Das ist eine Versicherung, wenn ich jetzt zum Beispiel Hochwasser wäre. Dann würde hier eine Gebäudeversicherung Zürich sicher einen Teil übernehmen, wenn nicht einen ganzen Teil des Schadens. Das sind eigentlich die 2 Hauptversicherungen, die man abschliessen müsste.